So. Wow. Kleiner Lümmel. Ha, du triffst nicht, du triffst nicht, du triffst nicht. Haha, du triffst nicht. Oh mein Gott, du hast getroffen. Hey, sogar richtig gut. Naja. Hatte überhaupt nichts gebracht. Wo sind wir denn hier? Ah, wir gehen schon wieder zu weit weg. Wir müssen Richtung Flusswald. Das heißt, wir gehen zurück. Okay. Ah, den hebe ich hoch. Ah, oh, nee, schaffe ich nicht. Und den da? Schaffe ich auch nicht. Aber den Kessel kann ich hochwerfen. So. Blume. Jetzt muss ich richtig an Bambi denken. Ja, hieß er, das stinkt dir, glaube ich, Blume. Oh Gott, das war so dämlich. Er kann gern Blume zu mir sagen, wenn er möchte. Eigentlich ist ja Bambi ein recht schöner Film gewesen. Früher. Aber, ja. Ich habe die Stelle nicht mehr gemocht, nachdem seine Mutter gestorben ist. Vor allem bis zum Ende des Films habe ich gedacht, dass Bambi ein Mädchen ist. Oder ich denke mal, dass Bambi ein Mädchen ist. Ich weiß es gar nicht. Ich habe den Film noch nie bis zum Schluss geschaut. Immer nur bis zu der Szene dann ungefähr, wo dann die Mutter dann Reis ausnimmt. Und dann kurz beim vom Sterben ist. So, Steinchen. Also wie gesagt, die Landschaft hier, die Bäume und so weiter, die wurden alle schon wortmäßig verändert. Kribbeln. So. Weiter, weiter, weiter. Machen jetzt richtig auf Alchemie hier. Schmetterling. Blaue Schmetterling. Was ist das? Hört sich toll an. Hallöchen, Kleiner. So. Blödes Viech. Ich war ganz höflich, hab nichts getan und der greift mich an. Was zum... Ah, neue Stufe. Magiker machen wir hoch. Auf jeden Fall. Oh, ein Holzfäller. Sucht einen Holzfäller hier. Holzfällen. Sind die giftig? Sind das hier Roden? Ich warne euch. Zurück. Wie bitte? Ich warne euch. Zurück. Aber ehrlich gesagt habe ich auch keine Lust mehr auf den Streitkolben. Auch wenn der Schaden höher ist, ich stehe mir auch später. Ja. Los geht's. Hat einen Köder beschworen, das Mistviech. Ein Buch.
auf. Hat ja eine Menge EP gebracht. Das ist ein Wahnsinn. Aber ich weiß noch gar nicht, worauf ich skillen soll. Oh, da ist jemand. La 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 la. Noch mehr Blumen. Hallo, guter Mann. Ein Leben voller Abenteuer und voller Lieder. Genau das Richtige für uns, nicht wahr, mein Freund? Ich beobachte und schreibe über die epische Schlacht um Himmelsrand. Wenn Brüder einander mit bitteren Klingen bekriegen, gibt das doch gewiss Stoff für ein Lied her. Ja. Oder oben ist auch jemand? Hallo? Okay. Sind nicht freundlich. Ja, ich komme nicht weiter. Ah, da sind noch ein paar Steinchen. Ach, das schaffen wir schon. So. Ah, geschafft. So. Diebestein, Magierstein und der Kriegerstein. Wir machen ja auch sehr viel mit Magie. Oder wollen es auch machen. Also nehmen wir Magier. Was ist das? Sieht aus wie von irgendeiner Sekte. Schauen wir mal. Oh oh. Ich habe nichts gesehen. Moment mal, ich bin auch ein Mädchen. Ich darf das... Hallo? Ihr braucht etwas? Oh, vielleicht. Es ist so schön, euch wiederzusehen. Ah, eine alte Bekannte von uns. Hat ein Alchemielabor, Verzauberung. Sehr schön. Ja? Das nehme ich mir mal kurz, okay? Okay. Sagt nichts dagegen. Ah, Lederstreif. Ui. Ah, was ist das? Uiuiui. Ui, ui. Da bleibt mir die Spucke weg. Ah, oh, das ist ja viel. Die nehme ich auf jeden Fall. Ah, das sind die Masken, die man sammeln kann. Da gibt es übrigens auch eine Mod dafür, damit die anders aussehen. Von denen nehme ich jetzt keine. Oh. Schwerte klingen. 666. Also da hat sich jemand dabei was gedacht bei der Zahl. Aber wir brauchen ja nur eins. Taschendiebstahl, sowas mache ich nicht. Dädraherz. Ja, da habe ich meine Taschen voll. Das war doch jetzt Gold. Geil. Darauf komme ich auch nochmal zurück. Entweder das, das oder das. Die Holzmaske wird von einer unbekannten Energie umströmt. Ja, die hat aber fast überhaupt keine Rüstung. Ich will aber jetzt halt diese Magie spüren. So und so. Sonst hatte ich ja nichts mehr gehabt. Und waffenmäßig. Weg. Weg. Finden wir heraus, was in dieser Maske steckt. Oh, und dieses Schwert. Das ist ja richtig totschick. Momentan ist es noch stark genug für uns. Aber wir sehen jetzt nicht richtig schick aus. Mal schauen, was die Holzmaske macht. Oh, wir können noch einen anderen Schrei ausprobieren.
Wow! Okay. Der ist etwas faul. Steh auf. Boah! Verdammt, ist er schnell. Alter, der fährt doch. Boah! Oh mein Gott. Oh Gott, den kann man gar nicht steuern. Na, runter. Runter. Ah, jetzt hat. Du bist mir zu schnell. Okay, aber das werde ich nicht einsetzen da. Der ist mir viel zu schnell, den kann ich gar nicht steuern. Der kann ruhig hier hinten bleiben. Der ist mir auch etwas zu buggy. Ein Drachen! Ich habe einen Drachen gesehen! Was? Was ist denn nun schon wieder, Mutter? Er war groß wie ein Berg und schwarz wie die Nacht. Er ist über das Hügelgrab geflogen. Drachen? Also bitte, Mutter. Wenn es so weitergeht, wird euch bald jeder in der Stadt für verrückt halten. Und ich habe Besseres zu tun, als mir eure wilden Fantasien anzuhören. Mhm. Ihr werdet schon sehen, es war ein Drache. Er wird uns alle töten und dann werdet ihr mir schon glauben. Wer ist das denn? Wer ist das? Hallo? Ihr braucht etwas? Oh, ich bräuchte einiges. Ja? Ah, noch eine Begleiterin. Guck mich nicht so an. Ja, das sind die Hunde. Mal anschauen. Was ist, gute Frau? Lass die Finger davon. Wow, sieht ein wenig böse aus. Hallo. Hat er Augen? Was macht ihr denn hier? Ich komme gleich runter. Ah, irgendwie nicht. Oh. Boah! Alter, Junge! Verschwinde! Okay. Magie. Was war das andere? Vielleicht kriege ich den dann damit weg. Okay, 3 Minuten. Boah. Okay. Gehen wir mal. Wir sollen noch zu jemandem hin. Oh, er ist weg. Gott sei Dank. Der war ja hammernervig. Sagt uns Bescheid, wenn kaiserliche Soldaten im Anmarsch sein sollten. Neu in Flusswald? Wenn ihr Arbeit sucht, dann schaut doch mal bei Hort vorbei, in der Mühle. Natürlich. Hier ist der Schlüssel zum Haus. Bleibt so lange, wie ihr wollt. Wenn ihr sonst noch etwas braucht, dann fragt einfach. Okay. Aber was soll das alles? Was macht ihr zwei denn hier? Oi, das gibt's uns alles. Karotte. Hockerfleisch. Mein Gott, was du alles hast, Liebling. Gimmi. Ein Drache hat Helgen angegriffen und zerstört. Ralof und ich sind zusammen ein in Drache? Kommen. In Helgen? Das kann nicht sein. Obwohl... Das würde erklären, was ich vorhin sah. Etwas flog das Tal hinunter. Von Süden kommt. Ich dachte, ich bilde mir das nur ein. Nein. Es war ein Drache. Ralof wird es euch bestätigen. Ich weiß nicht wieso. Aber ich glaube euch sogar. Ihr seht aus wie jemand, der gerade einen Drachen gesehen hat. Es wird immer schlimmer. Erst der Krieg, jetzt die Drachen. Was ist mit dieser Welt bloß los? Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgrof in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Gute Idee. Hört auf eure Mutter, Junge. Schau mal einer an. Ihr seid ja schon fast ein richtiger Mann.
Bald werdet ihr euch selbst am Kampf beteiligen. Ganz richtig. Keine Angst, Onkel Ralof. Ich passe schon auf, dass sich keine Soldaten an euch heranschleichen. Das ist übrigens ein deutscher Hund. Also, Ralof, was ist los? Ihr zwei seht ziemlich mitgenommen aus. Das ist eigentlich ein deutscher Hund, aber der wirkt mir etwas zu extrem vom Nahen. Also. Aber von Weitem sieht er ganz gut aus. Und denn? Dann möchten wir mal etwas herstellen. Hallo? Eure Haut ist schneeweiß. Fürchtet ihr euch etwa vor dem Sonnenlicht? Wie kann ihr das sehen? Ich bin total bekleidet. Oh ja. Wie wäre es, wenn ihr mir einen Eisendolch schmiedet? Hier ist alles, was ihr dafür braucht. Okay. Und ruhig an. Bis zum nächsten Mal. Okay. Er ist aus Eisen, also... Das ist eine ordentliche Waffe, die ihr da geschaffen habt. Na, tun wir mal die Maske weg. Ich möchte wenigstens was von meinem Gesicht sehen. Eure Augen gefallen mir nicht. Nicht schlecht, aber er ist etwas stumpf. Wie wäre es, wenn ihr ihn schärft? Ihr braucht nur etwas Metall und den Schleifstein dort drüben. Okay. Ja. Verbessern wir ihn einmal. Das liebe ich an dem Mittelalter so gern. Wie man da die Waffen damals gemacht hat. Wundervoll. La la la. Was braucht ihr, eine neue Klinge? Ich habe ihn geschliffen. Das sieht gut aus. Danke. Wenn ihr euch für eure Klingen Zeit nehmt, werden sie euch gute Dienste leisten, wenn ihr sie braucht. Ihr wollt mir weiterhelfen? Ja. Wie wäre es, wenn ihr eine Rüstung anfertigen würdet? Beginnen wir damit, etwas Leder auf dem Gestell zu gerben. Leder zu gerben? Okay. Was haben wir denn? Leder. Ah, okay. Wir machen gleich alles. Bitte? Ich könnte euch einen... Ah, gut. Bei vielen Waffen und Rüstungen wird Leder für Bänder zum Anpassen und dergleichen benötigt. Sehen wir mal, ob ihr einen Pelzhelm anfertigen könnt. Hier ist der Rest von dem, was ihr braucht. Habe ich es schon bekommen, oder? Ja, bitte. Anscheinend. Mhm. Okay. Dann machen wir mal einen Pelzhelm. Wenn ihr so weitermacht, sollte ich euch als Assistenten einstellen. Auf jeden Fall. Verbessern wir die Passform. Nehmt dieses Leder mit zu dem Arbeitstisch dort drüben. Ja, bitte? Was auch immer ihr... Ihr habt Talent. Übt nur fleißig, dann werdet ihr eines Tages ein guter Schmied sein. Behaltet doch den Dolch und den Helm. Nee. Vielleicht denkt ihr dann an mich, wenn ihr Himmelsschmiedenstahl macht, hm? Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Oh, ehrlich gesagt, wer Schaden austeilen, dann muss man sich nicht mehr schützen. So, der da kommt weg. Ich habe noch nie mit Dolchen gekämpft, ehrlich gesagt. Die Axt kommt weg. Pfeile brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, und das hier auch nicht. Die heben wir natürlich auf. Die kommt weg, weg. Den heben wir mal auf. Den haben wir gerade so schön selber gemacht. Wir bleiben einmal auf leichte Rüstung. Das können wir auf jeden Fall mal lassen. Sorry, ich habe jetzt Steam gerade nicht auf offline gestellt. Mein Fehler. Gerade frisch von der Arbeit. Da kann mal sowas passieren. 13. Leder. Hm. 13. Was haben wir denn gehabt? 12. Goodbye. Wir nehmen lieber den Lederhelm.
178, na gut, jetzt haben wir das Geld. Ja. Das sieht doch schon geiler aus. Hm. Was kann ich für euch tun? Eine Handelskammer. Sehr gut.